Dark Souls 2. Wir sind im Drachenhort. Und ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl an diesem Ort. Ach, hier gehen überall Brücken rüber und alles ist kaputt. Okay, hier geht keine Brücke rüber, weil die Brücke ist weg. Glaubt ihr, ich könnte hier so einen Drachen aus dem Himmel schießen, ob das funktionieren wird? Ich teste es mal an ihm. Oh, ein Schuss und du bist tot. Ich habe halt irgendwie Angst, dass die Hängebrücke einstürzt. War da nicht mal irgendwas in einem Trailer, dass da eine Hängebrücke irgendwie nachgibt oder so? Oder bin ich da falsch informiert? Ich hoffe mal, wir treffen jetzt nicht auf Babydrachen. Babydrachen wären scheiße. Sind das Eier? Ich glaube, das sind Dracheneier. Das dürfte die Eltern nicht sehr erfreuen, wenn ich die alle zerschlage, ne? Geht's auf die andere Seite, aber hier unten ging's ja auch noch weiter, ne? Oder? Ja, da... Ah! Nicht dein Ernst, oder? Ah, fuck. Genau, du kommst als normaler Gegner, oder was? Ich hab dir nichts getan. Ich gehe wieder runter. So ein blödes Vieh. Oh, Kristalleidechse. Ich sehe jetzt nur erwischen, ne? Also geht doch. Großes Titanit, Scherbe, glitzerndes Titanit und Bleichstein und schimmernder Lebensstein mal ein. Okay. Wir haben einen Wächterdrachen getötet und können wir einen zweiten auch töten, oder? Gott, bist du groß. Oh Gott, hat er Lebensenergie. Autsch. Autsch. Ah, nicht direkt auf den Kopf. Und da bin ich tot. Ja, bis zur Hälfte hatte ich ihn schon. Ich habe nur wieder Leichtsinnsfehler gemacht, weil ich wollte ja wieder zu viel und... Böser, böser Drache. Ich glaube, ich werde die Festung da vorne nie erreichen. Nie im Leben komme ich dahin. Mal. Das ist das komische Heini. Links. Drachen sehe ich von hier noch gar nicht. Das war eine angenehme Überraschung, das könnt ihr mir glauben. Ja? Das kam aus heiterem Himmel, dass da ein Drache steht und meint, hey, ich kann dich anknabbern. Okay, Runde 2. Round 2. Fight. Liegen lauter Kristallechsen, alle sind sie tot. Neuen Viech, den kann man 100% den Schwanz abschlagen, ja? Hör auf, mich mit deinem Kopf zu schlagen, Sau. Das soll nicht sein, oder? Haha, bin ich dein Bein, ne? Du kannst nichts dagegen tun. Es ist langsam und gemächlich. Sofern mir das möglich ist. Der treibt mich da so ein bisschen an die Klippe hin, das gefällt mir gar nicht. Na, mein Großer. Tu doch deinen Schwanz weg.
Dann schieb mich einfach weg. So ein Schwein. Und der tritt mir aufs Dach. Ich hatte ihn schon fast. Da kommt sein Schwanz vom Himmel runter. Er hat mich zu Tode geschwänzelt, ja. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Oder stellt euch das bildlich vor. Ich hatte ihn schon fast. Blödes Vieh, du. Kann er echt nicht angehen, hä? Ich werde das Feuerschwert gar nicht probieren, weil ich kann mir denken, dass das nichts bringt bei dem Feuerdrachen. Falls ihr euch wundern solltet. Warum kann ich nicht auf den Schwanz springen von dem Drachen, hochklettern und das Schwert in den Kopf rammen? Warum geht das nicht? Das sind wieder diese Fantasy-Vorstellungen, aber das wäre trotzdem toll. Also, Regel Nummer 2 oder 3 in Runde 3, passt auf seinen Schwanz auf. Drachenschwänze sind hart und gefährlich. Und vor allem sind sie lang, lang und hart. Du sollst nicht die Kristallechse anvisieren. Quietsch, du Sau! Ich höre nicht auf, bevor du nicht tot bist. Also stelle ich auf einen langen Kampf ein. Wieder auf den Kopf. Ich benutze jetzt immer ein Lebensstern, das dürft ihr mir glauben. Ganz erst da weg. Wie er auch nicht gerade runtertritt, der macht das in so einem komisch schrägen Winkel. Aber ich gehe mal davon aus, dass das beabsichtigt ist. Er ist gleich tot, er ist gleich tot. Und er ist tot. Das war der einfach. Hier ist der von den Kriegers. Versteinertes etwas glitzendes Titanit. Blitzstein ist auch ganz nett. Da hängt jemand. Mitternachtstein ist auch ganz nett. Und natürlich sind die Kristallechsen alle verschwunden. So, jetzt bin ich dem Schloss schon ein Stückchen näher. Das sind die Dracheneier. Ich wollte mich da oben noch umgucken. So viele Lebenssteine, das ist schon pervers. Ja, ich gebe es zu, ich habe einen Lebensteinsfetisch. Mein Gott, verurteilt mich, oder? Was war denn das? Oh, was haben wir denn hier? Drachenzahn. Moment, gab es das nicht schon in Dark Souls 1? Ist das nicht das Drachenschwert? Ach nee, das ist die Keule. Ein riesiger Drachenzahn, der als Großhammer benutzt wird. Dieser Zahn ist so robust wie ein Felsbrocken und soll von einem Drachen stammen. Ob das stimmt, ist nicht erwiesen. Er enthält jedenfalls mystische Kraft und macht seinen Träger gegen Magie und Feuer resistent. Say what? Boah, 50 Stärke, du hast ja einen Schlag weg. Wer soll denn das bitte führen? Ist hier ein Aufstieg. Hätte ich den Drachen am Kopf springen können? Sagt nicht, ich hätte ihn reiten können. Ja, hier ist auch wieder so eine blöde Brücke. Unten war auch eine blöde Brücke. Wo komme ich denn da wieder hin? Ja, ich habe da irgendwas gesehen. Ach, es war nur ein Schatten. Na gut.
Ey, so nicht, mein Freund. Ja, den kann man ganz einfach ausweichen, wenn man wegspringt, wenn sie quasi schon in der Luft sind. Ey, komm, da gehe ich nicht lang. Ich bin den Weg unten. Da ist 100 pro etwas drinnen. Vorne ist das Bonfire. Das ist der Weg hier. Der führt mich darüber. Da oben ist noch was. Da ist noch eine Höhle. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Eieiei. Hexe. Warum treffe ich die nicht? Ich bin so gut. Ja, da gibt es überhaupt nichts. Das ist einfach nur eine Eierhöhle. Das hat sich ja gelohnt. Muss ich jetzt schon mal sagen. Das hat sich gelohnt. Ich bin so glücklich, dass sich das so gelohnt hat. Alter, gehe ich falsch. Von hier kommt man. Von hier kommt man rein. Und hier kann man noch weitergehen. Der Drache hat aber auch nicht viel Sehen gegeben, sehe ich gerade. Gut, er war nicht sonderlich schwer, aber... Aha, da lasse ich mir bestimmt keine Zeit, wenn da schon... Wenn ich da schon Schatten sehe und sowas. Nein, nein, nein. Was? Jetzt komme ich an derselben Stelle wieder raus. Supi, das hat sich gelohnt. War aber irgendwie logisch, ne? Werden die Brücken immer schmäler oder täuscht mich das? Ich mag keine schmalen Brücken. Dich mag ich auch nicht. Stinker. Ha, schneller ausgehen. Die ganzen Drachen machen mich irgendwie nervös. Ich warte, bis einer kommt, wenn ich auf so einer Holzbrücke stehe. Ich bewege mich immer weiter weg von diesem blöden Schloss. Dass mich die noch nicht vernascht haben, verstehe ich nicht. Lass mich raten, nächster Drache. Ja, nächster Drache. Ihr blöden Schweine. Das kann es ja echt nicht sein. Ein Drache nochmal. Aber Moment, der ist optional, so wie das aussieht. Steinerte Drachenknochen, das ist gut. Die kann ich brauchen zum Upgraden. Ah, das wird interessant. Ist der größer als die anderen oder täuscht mich das? Kommen die zwei auch noch zur Party oder wie sieht das aus? Kannst immer zweimal am Fuß schlagen und gehst einfach weg. Haha, auf diesen Schwanz habe ich gewartet. Dieser Schwanz hat mein Leben verändert. Falls ihr euch nicht mehr sicher seid, ich rede immer noch von seinem Drachenschwanz, ja? Also nicht das andere Ding. Mir, falls ihr euch wundern solltet. Nicht, dass dann Kommentare kommen, Zarkon steht auf Drachenschwänze. Hahaha. Wenn es so wäre, könnte es euch auch egal sein. Ne? Könnte gar nichts geben. Autsch. Und der nächste Drache ist tot. Gott sei Dank einfach. Die sind so easy. Stein ist etwas. Wahrscheinlich Drachenkacke, oder? Große Seele eines tapferen Krieger. Die machen wir mit dem Zweiten. Tja, wieder haufenweise Steinchen kassiert. Machamba! Kommst du her? Das ist
Kann es sein, dass es hier nur Drachen gibt als Gegner? Ah, ich bin so glücklich im Moment. Nur rote Drachen. Das gibt's da nicht. Szene eines großen Helden. Ja, das war sein letzter Auftritt. Dann kann er nicht so groß gewesen sein, wenn er hier stirbt, ne? Stirbt bei einem kleinen, einfachen Drachen. Das gibt's da. Wo geht's denn hier wieder hin? Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Warum sind hier Eier? Ah, das ist der normale Weg zu dem. Ah. Aber wenn ich ihn mir einfacher machen kann mit einer Sturzattacke, sollte ich das vielleicht tun. Der freut sich bestimmt auf Akkupunkt. Warum ist das Schloss so weit weg? Schloss, warum ist das so weit weg? Die Frage ist ja, ob die respawnen, die roten Drachen. Oder ob die so bleiben, wie sie sind. Das sieht so dermaßen geil aus. Okay, 3, 2, 1. Und ich nehme haufenweise Schaden, hallo? Weil ich ihm aufs Dach gesprungen bin, oder was? Autsch. Steck dir deinen Schwanz sonst wo hin. Seinen Füßen bleiben, haben wir da überhaupt kein Problem. Jetzt, wenn die Kamera noch kooperiert, wäre ich super happy. Ich darf auch nicht zu weit hinter ihm sein, weil sonst schlägt er wieder mit seinem Schwanz zu. Mir ist es lieber, wenn er mit seinem Kopf zuschlägt. Ich wollte gerade sagen, du wirst doch kein Feuerspein, oder? Alter, chill. Weißt du, da müssen schon größere Drachen kommen, damit ich sterbe, ja? Puh, das war knapp. Jetzt sind es Titanit, versteinerte Drachenknochen, das ist alles okay. Schauen wir hier, Ring des bösen Auges plus 1. Ja, der bringt mir nicht viel. Szene eines großen Helden. Ihr wisst ja, mit dem Ring des bösen Auges habt ihr immer die Chance, TP vom Gegner zu klauen. Feuerdrakenstein. Oder Fire Drake Stone und ein Drachenamulett. Das ist der normale Weg hier bei den Eiern. Ich frage mich noch, warum mich der Sturzangriff so viel Lebensenergie gekostet hat. Das sieht nach Tod aus. Nicht der schon wieder. Was willst du überhaupt? Ich habe dir gar nichts getan. Arschgeburt, du Dreckig. Warum kommt der hier überall? Warum machst du die Dinge, die du machst? Ich verstehe das nicht. Nein! Wahnsinniger. Jawoll! Machen wir ein Fernduell draus, hm, mein Freund. Au, 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 au. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wow. Wenn ich normal laufe, kann ich ausweichen. Ja, natürlich bleibe ich stehen, weil ich bin cool. Fuck. Das könnte mich jetzt das Leben kosten.
Ah, ich habe zu spät gedrückt, verdammte Kacke. Lächerlich. Mein scheiß Pfeil hat's nicht gereicht. Wisst ihr, drei rote Drachen ist ja noch nicht genug. Nein, es muss ein Magier auch noch kommen, weil hey, uns gefallen ja tolle rote Sachen, ne? Gut. Jetzt kann ich endlich nachgucken, ob die roten Drachen respawnen oder nicht. Wenn sie respawnen, wird's ekelhaft. Wenn sie nicht respawnen, ist es okay. Bei meinem Glück respawnen die natürlich, ne? Na, bist du wieder da? Nein, die respawnen gar nicht. Den nicht getöteten Kristallechsen respawnen. Die ich einfach mal so außer Acht lasse, weil hey, ich kann das. So, das ist mit einem Wisch weg. So Zeba-mäßig, ja. Zeba-Wisch schon weg. Wisst ihr, kennt ihr? Gut, dann würde ich aber sagen, wir machen in der nächsten Folge. Ja, dann mache ich es in dieser Folge noch. Ich weiß nicht. Ich möchte ihn schon noch gern töten, bin ich ganz ehrlich. Ach komm, wir töten Nefflan noch, oder? Weil er spawnt da sowieso an derselben Stelle wieder und dann kriegt er eine ins Gesicht. Mein Bogen. Mit dem Pfeil. Und so. Okay, ich finde das so geil, dass die nicht mehr respawnen. Ich habe vergessen. Außerdem laufe ich den falschen Weg. Ah, wie sich da zweimal schießt, der weiß die Kristallhexe weg. Aber bevor ich mich diesem Typen wieder stelle, nehme den Finsterquarzring plus 1 mit. Einfach weil ich da mehr Finsternisabwehr habe. Wir ziehen uns auch um, wir ziehen das aus. Dann kann ich mich nämlich schnell abrollen. Damit rechnet der nicht. Hoffe ich zumindest, dass er damit nicht rechnet. Gut. Gut, gut, gut. Der gute Nevelan. Ich komme, Nevelan. Wo ist er denn? Ich hätte mich schon gewundert, wenn er nicht kommen würde. Okay, drei Schüsse, das ist gut. Ah, ich drücke immer zu spät. Jawohl, so geht's. Seine Zauberei gar nicht unterbrochen wird, wenn ich Pfeile auf ihn ballere. So hätte es vorhin schon laufen sollen, bin ich ganz ehrlich. Oh, mein Zeug. Ich will gar nicht wissen, was der noch für Spells im Petto hat, wenn ich danach hingehe. Aha, Eindringling verbaden. Das Ding ist schnell. So muss das, so muss das. So. Ich brauche wieder mein Schild. Gut, dann würde ich mal sagen, nachdem ich sauber überzogen habe, es geht weiter in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Wir haben hier noch einiges an Weg zurückzulegen. Wobei wir eigentlich schon fast am Schloss sind. Aber hey, was soll man tun? In der nächsten Folge geht's weiter. Bleibt wundervoll, bleibt sexy. Ich bin euer Zarkon. Ich sage natürlich wie immer, stay tuned. And so long.